Also hier ist auf jeden Fall einer zum Verstecken. Es war doch auch, glaube ich, so, wenn du rennst oder wenn wir rennen, dass der Typ uns hört. Dieser Glibber-Typ da. Also der böse Glibber-Heinz da. Der Glibber-Hannes. Seit 40 Jahren habe ich Attraktionen gebaut, die Vorstellungskraft übersteigen. Kolossale Wunder, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Ich habe dies alles durch meine Muskelkraft und Schweiß vollbracht. Aber direkt vor den Augen aller, den hochrangigen Investoren, den Wall Street Moguls, stellte mir Joey Drew genauso taktlos wie früher den großen Bertram Piedmont als Bertie vor, als ob ich sein Kind wäre. Sie mögen mich vielleicht bezahlen, Herr Drew, aber ich bin nicht Ihr Eigentum. Ich werde Ihnen einen Park bauen, der größer ist als alles, was Sie sich jemals vorstellen können. Bevor Sie sich verbeugen, Herr Drew, sollten Sie wissen, dass diese großartige Leistung mir gehören wird, einzig und allein mir. No. Nein. Lulu, ich mag Äpfel mehr als. Jetzt ist es wenigstens hell hier. Aber ich mag es trotzdem nicht. Scheiße, wir konnten speichern. Fuck. This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. Ja. Hang in there, Boris. Ja, nein, ja. Ja, klar. Ja, versorge das Spukhaus mit Strom. Ja, sicherlich. Ich werde bestimmt in einem Horrorgame. Seht ihr noch einer hin? Werde ich bestimmt das Spukhaus aktivieren. Willst du das nicht für mich machen? Scheiße. Oh, das ist was zum Verstecken. Das ist gut. Ich denke mal, ich höre den. Okay. Ach, hier ist auch was zum Verstecken, das ist gut. Ich bin immer für das perfekte Timing da, ey. Das war nicht so stark. Tell me, are you having fun? I'm sure Boris doesn't mind the Boris rescue party. Fuck, glaube ich. Ich werde es wahrscheinlich früh genug rauskriegen. Zirkus. Oh, hier ist noch eine. Oh Gott, das ist der andere Typ da, okay. Welly Franks. Diese Jungs spielen dort unten im Lager den ganzen Tag lang Spiele, während ich damit beschäftigt bin, hinter ihnen aufzuräumen. Sie sperren sich immer wieder aus ihrem eigenen Hinterzimmer aus. Deshalb sage ich zu ihnen: Leute, ihr seid doch clever, oder nicht? Hier ein Vorschlag.
Warum spielt ihr die Spiele nicht mit dem Ziel, dass derjenige, der gewinnt, die Tür aufstößt? Es wird euch Jungs Spaß machen und es bewahrt mich davor, jeden Tag hier runterkommen zu müssen. Wir waren wie besessen von dieser Idee, wie ein Hund von Schmorbraten. Warte mal. Okay. Muss da nochmal reingehen? Ich sag's dir, wenn diese Leute nicht anfangen zu erkennen, wer hier das wahre Genie ist, bin ich raus. Oder muss ich die anderen spielen? Ach so, ich darf die mit dem Kreuz nicht treffen. Okay. Gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nochmal! Ja! Ja! Fuck! No! Scheiße! Yeah! No! Bam! Oh, Shooter! Oh, Gamer Girl! Oh, oh! Oh, haben wir es geschafft? Na, fast, ne? Ah, nein! Komm! Also wenn das nicht der Typ gehört hat, ne? Du weißt ja auch nicht. Ich hab da immer noch voll Schiss, dass der andere Typ kommt hier. Weiter geht's! Hä? Verstehe einer. Sag mal. Also. Wie schlecht ist der denn bitte in solchen Spielen? Der wirft ihn wie Jerry, oder gar nicht? Cherry Punch! Cherry Puff! Ich glaube, ich muss gleich mal auf die Toilette. Aber das habe ich irgendwie alles. Also diese Kabel, die sind doch teilweise mit den Ständen verbunden, oder nicht? Ein Ball ist unten, dann geht's weiter. Ein Ball ist oben. Dann fallen lassen. Ein Ball ist unten, dann geht's weit. Ah, ach so, weil er den so hoch wirft, meinst du? Aha, okay, cool. Aber ich treffe nur den oberen. Scheiße. Ich schaff das. Scheiße. Oh Mann! Immer noch die oberen! Okay, egal. Ich glaube, das brauche ich nicht unbedingt hier, um weiterzukommen. Ich waste wirklich nur Time gerade ein bisschen. Ich mache mal kurz eine Pipi-Pause und dann
Versuche ich das gleich weiter, ja? Ich bin sofort wieder da. Ich will absolut nicht in dieses blöde Haus da rein, dieses Spukhaus. Dieser Glibber-Hannes, ne? Ugh. Der ist auch so scheiße schnell, wenn er einen sieht. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann versteckt, dann hört er auf, einen zu jagen. Ich glaube, ich muss wieder nach oben, kann das sein? Ich weiß halt nicht, was ich hier sonst machen soll. Denn Text ist ein, erstmal ein kleines Rätsel. Ein Herr Franks macht Vorschlagspiel. Macht was? Ich kann das halt nicht irgendwie nicht verstehen. Ich bin zu blöd, Sätze zu entziffern, die keine Satzzeichen enthalten. Ja, Kacke. Also zwei habe ich jetzt gewonnen, ne? Call me the Milkman, Ella. Doch nicht mehr, U. Ich will das doch nicht mehr. Ich möchte wieder nach Hause. Ich will den nicht mehr. Ich will nicht mehr in den Zirkus. That's one. Ja, toll, dass es One war. Könnte ich ihn denn alles auch schon runter machen? Forschung und Design? What the fuck? Achso, das war ich. Looks like I've got some company up ahead. No, Bobby? With some kind of weapon, I don't stand a chance. There's got to be a way around them. Oh, 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 nein, 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 das wollte ich gar nicht. Wir stehen da um die. Voll so eine Pennertonne, ey. Der Typ hat seinen Kopf an der Angel im Hals. Also, ich muss die Dinger hier runterwerfen. Ist wahrscheinlich, den rennen die ja da in einer Ecke. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt hier runtergehe. Und mich da drin verstecke, was. Oh, das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Es ist nicht zum Verstecken. Scheiße. Ich bin nicht schnell genug, glaube ich. Oh, ich kann das werfen. Kann ich dir nicht eine Dose an den Kopf werfen oder so? Aber ich kann auch nicht runterspringen, das ist ein bisschen doof. Da hinten muss ich längs.
Oh fuck, da gibt's ja. WTF, ey, was ist das denn für ein scheiß Raum, Alter? Wenn jetzt noch der andere Glibber-Heini kommt, ne, dann weiß ich auch nicht. Ich schätze mal. Dass ich da hinten durch muss. Da. Wir gehen da nicht hin, ne? Wir gehen da nicht hin. Kann ich die nicht sprengen? Dass keiner kommt? Ja, dieser andere Glibber-Typ da, der uns vorhin im Luftschacht erschreckt hat. Vor dem haben wir uns in der, im dritten Kapitel auch verstecken müssen. Ich glaube, ich muss relativ schnell sein, ne? Haben die sich da eigentlich so viel zu erzählen? Das verstehe ich nicht. Ich traue mich nicht, ne? Das war nicht weit genug! Scheiße. Ich habe bald keine Dosen mehr. Ja, geht hinten hin. Oh oh. Oh geil, ich hab's geschafft. I'm sorry. The creator lied to us. Ja, das ist ja nichts Neues, ne? Ach fuck, muss ich irgendwas wieder basteln? Ne, die ist aus, okay. Jesus. Alle Male Knale. So. Lacey Benton. Das Einzige, was hier funktioniert, ist mein Geschwür. Die Hälfte dieser Menschen kennt noch nicht einmal den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einer verdammten Dampfwalze. Ein Haufen Schwachköpfe ist das. Wir bringen den ganzen Tag im Lager darüber streitend, wer was machen soll, oder sie spielen dämliche Spiele. Dennoch beschwere ich mich nicht. Ich habe die meiste Zeit für mich allein. Passt mir auch ganz gut. Das Einzige, was mich stört, ist diese mechanische Dämon dort in der Ecke. Bertram hat jetzt schon einen Monat an ihm gearbeitet. Sagt, er wird eines Tages gehen und vielleicht sogar tanzen. Alles, was er bereits jetzt macht, ist mir unheimlich. Ich schwöre, sobald ich ihm den Rücken zukehre, bewegt sich das Ding. Ach, er? Boah, der sieht auch ein bisschen creepy aus. Würde ich mal sagen. Knack, 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 knack. Cool. Arm? Ich habe keine Schoki mehr. Ist in der Küche. Okay, 3, 2, 1, los! Ja, ich weiß, dass hier noch eine Dose ist. Ich habe hier ja schon eine in der Hand. Oh. Und, also ich, kann ich mehrere nehmen? Kann ich mehrere aufnehmen? Suche das Lager? Also du meintest ja, ich hatte einen Rucksack davon, aber
Ich weiß halt nicht, wie ich die ausrüsten soll. Das haben die nicht gemerkt, die Penner! Fuck no! Die Huren! Es gibt nur einer von denen dahin! Oh nein! Ich glaube, ich bin am Arsch. Scheiße? Hast du noch eine Dose für mich? Hast du eine Dose? Darf ich? Hast du eine Dose? Und da ist noch. Oh, die sind respawned. Oh, geil. Woo! Ein Hoch auf Respawn-Dosen. Nicht schubsen, hab Yoga noch. Okay. Ich glaube, sie hatten mich gesehen, aber sie haben es aufgegeben, ne? Okay. Okay. Fuck. Welche Tür ist jetzt aufgegangen? Bitte sag mir nicht, dass das unten irgendwo eine Tür ist, wo ich längs muss. Ich hasse alles und jeden. Muss ich da längs? Ich befürchte, dass ich da längs muss. Scheiße, ey. Das ist ja mal mega kacke. Aber gut zu wissen, ich bin so klug. K-L-U-K. Schon eine Ziffer. Sie kommen nicht die Treppen hoch, schon eine Ziffer. Geil, so kann ich so eine Stufe über, vor den Stehenden so. Haha! Los, geh da hinten hin! Geh nochmal da hinten hin! Oh. Ah! Oh nein! Sie kriegen mich! Scheiße! Oh, ja, nee, das war's dann. Hier, da ist eine Dose! Guck mal da! Da sind Dosen! Guck mal! Oh! Aua! Das ist ja unangenehm! Die Butcher Gang! Lecker Bacon Soup! Verdammt, doch leer! Ah, kacke mal! Ah, hier respawn ich, alles klar. Oh. Scheiße! Idioten! Alles bleibt gespeichert! Die Hebel bleiben gespeichert! Los, ihr Loschen! Da hinten! Ihr schafft das schon! Oh. Hui! Oh, doch nicht. Nein, geh da hin! Aua, unangenehm. Aua, nochmal unangenehm. Oh. Wie ich jetzt ganz normal da links spaziere. Mit ihm kann ich auch nichts machen, ne? Oh. Ich höre die Geräusche. Ich habe gerade die Geräusche von diesen komischen Typen gehört. Ah, Scheiße, Alter. Ja, ne? Schade. Ah, sie haben mich gesehen. Oh. Doch nicht. Okay.
Oh, ach hier, ach. Bra. Das war jetzt über mir, ne? Erledigt. Ich will nicht mehr drauf rein. Schade. Ich hasse euch. Fickt euch. Hier. Könnt mich alle mal. So. Jetzt sind wir wieder im Creepy-Raum.